Das wüsste ich jetzt mal gerne, also von Herrn Lorenz und auch von Herrn Bossi, weil wir jetzt zwei Justizirma-Fälle mal hatten. Was passiert mit den Staatsanwälten und mit den Richtern, mit den Gutachtern, die nicht recht gesprochen haben? Wird man die, also wird im Fall Worms irgendein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin zur Verantwortung gezogen? Nein. Warum nicht? In keiner Weise. Das ist eben Berufsausübung. Und bitte, ich will jetzt nicht polemisch werden, aber es gibt den Begriff des Richterprivilegs. Ein Nazi-Richter, der wegen Feindsenderhören einen Menschen zum Tod verurteilt hat und hat hinrichten lassen, ist strafrechtlich nicht verfolgbar, wenn er das Gefühl hatte, das ist ein Gesetz von Hitler, ich wende nur das Gesetz an. Selbst diese Ungeheuerlichkeit des Unrechts wird durch das Richterprivileg straflos gestellt. Und das ist, gilt das heute noch? Die Justizkompanie, die eben Dinge eröffnet hat, die leider die deutsche Nachkriegsjustiz in einen Misskredit gebracht haben, weil sie eine faire Auseinandersetzung zur Verbrechenswelt der Nazi-Juristen nie zustande gebracht haben. Also ich bin 1951 der fünfte geboren. Senat des Bundesgerichtshofes in seinem Urteil vom 11. November 1995. Und habe mit Nachkriegsjustiz nichts zu tun. Und disziplinarisch wird ein Staatsanwalt und ein Richter dann zur Rechenschaft gezogen, das ist auch schon vorgekommen, mehrfach. Wenn er recht gebeugt hat, das heißt, er muss also objektiv falsch entschieden haben und sich dessen bewusst gewesen sein. Er muss subjektiv falsch entschieden haben, er muss das auch so gewollt haben. Dann wird er verurteilt und dann wird er disziplinarisch zur Rechenschaft gezogen. Heißt, das kann dazu führen, dass er aus dem Dienst ausscheidet. Aber gut, beweisen Sie mal nach. Na gut, das jemand, das ist auch das ist schon passiert. Also ich könnte drei, vier Fälle nennen. Ja. Ich tue es nicht, um die Namen nicht zu nennen. Herr Lorenz, drei, vier Fälle sind aber relativ wenig zu den allein den Justizirrtümern, die Sie in Ihrem Buch schildern. Rechtsbeugung und Justizirrtum ist ja ein himmelweiter Unterschied. In diesem Fall, wenn jemand irrt, dann kann er das getan haben, obwohl er glaubte, ein richtiges Urteil gemacht zu haben. Das ist schon richtig, das ist eine Frage der Subjektivität. Sie müssen jemanden finden, die Schwelle für die Rechtsbeugung ist so hoch, dass ich behaupte, die gibt es fast nicht. Wenn ein Richter, der ein falsches Urteil macht, damit rechnen muss, bestraft zu werden, werden Sie keinen Richter mehr in diesem Rechtsstaat finden. Gut. Und der Rechtsstaat lebt von den Richtern. Es gibt zu dem Urteil des Bundesgerichtshofes, in dem eingestanden wird, dass tausende willfährige Richter und Staatsanwälte dem verbrecherischen Naziregime gedient haben und die Todesstrafe durch Rechtsbeugung missbraucht haben. Zu diesem Urteil gibt es drei Aufsätze. Professor Spendel, Würzburg. Professor Gritschneider, München. Sie sind mir historisch überlegen. Lesen Sie diese drei Aufsätze. Dann wissen Sie, dass die Rechtsbeugung das Papier nicht wert ist, auf dem der Straftatbestand gedruckt ist.